Rosa, mach dich nicht so breit. Ich bin so zahm. Doris? Doris? Ja, so. Schneide mal nur heraus. Lieber Papa, wir alle haben deine Einladung bekommen und sind sehr gerne zu dir hierher gekommen. Keine Rede will ich machen, aber ein kleiner Rückblick anhand dieser Bilder wird dir vielleicht gefallen. Am 6. Februar 1937 kamst du zu deiner großen Schwester in Dietersbach auf die Welt. Ein Samstag war es, haben wir festgestellt. Mal das Liebe, ne? Jetzt habe ich mich weggelassen. Nach dir kam noch ein Schwesterlein, so wart ihr jetzt drei Kinder daheim. 1945, es war nicht leicht und ihr musstet leider alles packen und euer schönes Heim in Dietersbach verlassen. Über Hockenheim und Ketsch fandet ihr dann im alten Weinberg in Leimen ein neues Nest. Nachdem ihr habt euch gut eingelebt, zog es euch in den Falterweg. Hier habt ihr euer neues Zuhause gefunden und schließt neue Freundschaftsbunde. Die Pfadfinder waren, du weißt es ganz genau, denn sie waren mit Roland, Max und Hugo eine tolle Schau. Ihr vier habt in dieser Zeit recht viel gelacht und bestimmt auch manchen Unfug gemacht. Die Pfadfinderzeit ging viel zu schnell vorbei, trotzdem standen die drei dir immer zur Seite bei. Die Zeit in der Grundschule war bestimmt auch schön, doch 1952 solltest du in die Lehre gehen. Aus deinem Wunschberuf Elektriker wurde leider nichts draus, denn die Dame vom Amt sucht dir eine Stelle bei der Firma Metallbau Bleibling aus. Nach der Lehre, wie es der Zufall es wollte, das Bahnwerk auch Schlosser einstellen sollte. Deine Schwester Anni brachte auch öfter mit, ihre Freundin mit. Und 1962 gründest du mit ihr ein Duett. Du brauchst mit Freunden in Bubenwingert euer eigenes Heim und zieht 1968 ein. Im Juni 1970 dann kommt euer Töchterlein Jutta an. Sie soll aber nicht alleine bleiben und im März 1974 bekommt sie eine Schwester mit dem schönen Namen Carmen. Das war ich! Zwischen Arbeit und Kinderhütten musstest du über Aufgaben für deine Meisterprüfung als Schlosser prüfen. Mit fast 40 Jahren hast du die Prüfung mit Bravour bestanden und alle waren sehr stolz auf dich, die dich kannten. Jetzt hast du ja wieder freie Zeit. Was kann ich denn da wohl machen, dachtest du, und was macht mir Freude? Eines Tages daheim, man laute Töne hören kann. Wir dachten, die Ziegel vom Dach sich bewegen, doch ein Blick ins Wohnzimmer bei uns zu Hause, da schaut hinter einem großen Monstrum unser Papa raus. Eine Tuba als Hobby hat er sich ausgesucht, und ab sofort war er durch die Musik wieder ausgebucht. Die Kinder wurden langsam groß und Zuwachs kommt in die Familie. Da ist doch immer was los. Im April 1995 mit Carmen und Jeff die erste Hochzeit im Hause Simon, ein großes Fest. Nach dem Umzug von den beiden nach Amerika kam eine tolle Nachricht. Du wirst Opa. Am 30. Januar 1996 war die Freude groß. Ein Anruf von den stolzen Eltern kam, wir halten eine kleine Julia im Arm. Ein halbes Jahr später dann standen Jutta und Markus vor dem Altar. Man sieht, ich habe nicht viel zu viel versprochen, im Hause Simon war immer was geboten. Anfang 2000 verkündeten Carmen und Jill ganz stolz, wir sind bald zu viert, es ist so toll. Am 25. September ist es soweit, Maria heißt der neue Familienzuwachs, welche Freude. Ein neues Jahr beginnt, was euch ein weiteres Enkelchen bringt. Patrick kommt am 31. August 2000 auf die Welt, der ab sofort alles auf den Kopf stellt. Ihr seid auch viel gereist in ferne Länder, habt einiges gesehen und die Besuche bei Carmen und Jeff und den Enkelkindern Julia und Maria waren immer sehr schön. Es gab immer viel zu erzählen, worüber wir heute auch noch immer gerne reden. Nicht nur Reisen und die Musik, auch das Handwerken läuft so bei ihm mit. Hat jemand ein technisches oder handwerkliches Problem, was jeder wohin er gehen kann.
alle können gern zu ihm kommen und werden dann in die Werkstatt genommen. Ob irgendetwas tropft oder klopft oder die Basteldame von der AWO oder dem Großmama oder Weihnachtsfenster etwas sucht. Was wären wir ohne dein Wissen und die richtigen Werkzeuge in der Not? Da würde manches fallen aus seinem Lohn. Wir freuen uns alle, dass wir dich haben und wollen auch einmal ganz, ganz herzlich für deine Unterstützung und Hilfe Danke sagen. Ein dreifaches Hoch auf das Geburtstagskind. Und ich komme jetzt zum Schluss und überreiche dir dieses Bild. Laute geklaute Pinsel. Ich will das rausschneiden.